sind schon ein paar gute dabei im Gesamtklassement. Eduard Mikan, der Weißrusse, läuft auf Bahn 2. Michael Schrader auf der 3. Florian Jouvray auf der 4. Peter Braun aus den Niederlanden auf 5. Und Jiří Sikora, beste Junior des vergangenen Jahres, auf der Außenbahn. Roman Schäberle, der auch da ist, der Weltrekordler von einst 2001 hier als erster Mensch über die 9000 gemacht hat, über diesen Jiří Sikora gesagt. Ja, zuletzt noch Salmonellen sich irgendwo eingefangen. Das hat dann auch ordentlich in der Vorbereitung an Substanz gekostet. Und das ist Michael Schrader. 1,94 im Hochsprung war nicht berühmt, ansonsten war es schon ein ganz brauchbarer erster Tag für den Vize-Weltmeister. So, Schrader ist auch schon unter 48 Sekunden gelaufen. Mikaninan, dann Schrader, dann Jouvray, Braun und Sikora. Und jetzt geht Schrader da schon am Franzosen vorbei und damit deutlich am schnellsten an. Mikan hält ihn so noch ein bisschen im Visier, läuft die Bahn unterhalb von ihm. Oh, Michael Schrader auch stark in der zweiten Kurve. Es wird schon schwer geatmet, aber das ist gut. Schaut noch gut aus bei Michael Schrader. Bringt er das hier bis ins Ziel? Es sieht prächtig aus. Starkes Finish jetzt auch von Peter Braun, der da noch aufkommt. Und es werden 48:22 inoffiziell für Michael Schrader. Und dann noch für Peter Braun eine Zeit, die vermutlich eine neue persönliche Bestleistung sein wird. 48:76 und er war nicht weit zurück hinter Michael Schrader. Für den kommen 48:21 in die Wertung. Und dann 48:49 für Peter Braun. Und die haben es geschafft, die haben diesen ersten Tag erfolgreich hinter sich gebracht für Michael Schrader. Er ist das 4303 Zähler nach dem ersten Tag und damit ein Minus von 120 Punkten, 124 Punkten gemessen auf seine Bestleistung. Aber Vorsprung, den er sich herausgelaufen hat, hat er sich nicht mehr nehmen lassen. Das Finish allerdings, das war top von Peter Braun. Geoffrey, der Franzose, ist dann auch nochmal gekommen, 48:87. Auch Eduard Mikat bleibt unter der 49er Marke und nur Junioren-Weltmeister Sikora ein bisschen durchgereicht. Ja, sieht noch einigermaßen relax, ist übertrieben, aber hat sich die Kräfte gut eingeteilt, routiniert eingeteilt. Das ist ein Mann, der auch gut 1500 Meter laufen kann, der ganz gut im Hochspringen ist, Stabhochspringen ist sozusagen. Michael Schrader also 48:21. Peter Braun 48:49. Florian Jouvray 48:87, Eduard Mikan 48:95 und Jiří Sikora 49,75. Beste